Ich habe mir gestern ja so viele Pflanzen aus dem Baumarkt mitgenommen und die setze ich jetzt ins hydroponische System ein. Auf der einen Seite ist ja schon relativ voll, deswegen mache ich jetzt die zweite Seite fertig. Ich zeige euch also heute, wie das mit der Installation der Pumpe funktioniert. Das hier ist wieder so ein Testeimer, den machen wir jetzt erstmal voll mit Wasser. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen Gartenschlauch, der ist algenresistent. Eine Aquariumspumpe. Ein bisschen Dünger für Jungpflanzen, extra für hydroponische Systeme. Ja, und dann fangen wir an. Jetzt wird erstmal das Wasser in den Eimer gelassen und so lange machen wir die Pumpe fertig. Die hat zwei Aufsätze. Dann suchen wir uns den richtigen aus, der auch auf den Schlauch passt und setzen ihn auch direkt in die Pumpe ein. Solange der Eimer weiter voll läuft, machen wir den Schlauch schon mal oben dran. Da haben wir in die Endkappe nämlich ein Loch reingebohrt, extra damit der Schlauch durchgeht. Also alles ganz einfach gehalten. Der Schlauch wird nur so weit reingesteckt, bis er bei der ersten Öffnung etwa ist. Den Schlauch habe ich dann noch ein bisschen befestigt, damit er nicht ganz so wackelt. Jetzt kümmern wir uns um die Pumpe. Die setzen wir jetzt in den Eimer rein und da die Noppen hat, wird die auch nicht hin und her wackeln oder gar hochschwemmen. Einfach ein bisschen festdrücken und schon saugt sie sich fest. Jetzt brauchen wir noch ein wenig Strom. Dafür haben wir hier die Zeitschaltuhr mit zwei Steckplätzen. Da stecken wir die jetzt rein. Und dann sollte es auch schon losgehen. Die Pumpe pumpt. Und jetzt gucken wir mal, es läuft. Wunderbar, von ganz oben wieder nach ganz unten und wird dann direkt wieder hochgepumpt. Also Zirkulation ist da. Wir haben ein Intervall von 15 Minuten, also 15 Minuten Pumpe an, 15 Minuten Pumpe aus. Dann gebe ich gleich noch einen Schuss Dünger rein, aber erstmal mache ich die Pflanzen fertig. Die befreie ich jetzt wie immer erstmal von der Erde und mache die Wurzeln ein bisschen sauber. Und dann werden sie schon ins hydroponische System eingesetzt, wie ich es schon mal gezeigt habe. Da war sogar ein ganz kleiner Ableger von der Erdbeere, die habe ich dann nochmal in Steinwolle gesetzt. Mit der Zugabe des Düngers experimentieren wir noch ein bisschen. Da gebe ich jetzt auf den 10 Liter Eimer 2 Milliliter. Den pH und den EC-Wert messen wir dann regelmäßig. Und so sieht die neue Seite jetzt erstmal aus. Hab noch Platz für 15 Pflanzen, also da geht noch was.